Hey Luis, was geht? Ist immer Prodan und ja, heute ist für euch ein kleines Team Deathmatch auf Empire. Natürlich wieder mal live am Zocken hier der Prodan und ja, heute mal ohne Headset. Ich wollte heute eigentlich ein MW2 Video bringen. Das ging nicht, weil die ganzen Scheiß-Lobbys einfach total zugehackt waren. Danke an dieser Stelle an Activision oder wer auch immer dieses Spiel gemacht hat, keine Ahnung. Dann wollte ich MW1 zocken, das ging aber auch nicht, weil genau das gleiche Problem bei MW1 zu sehen war. Oh shit, okay. Naja, das ist jetzt auch egal. Ihr seht, ich spiele immer noch die gleichen Streaks wie gestern. Ja, das liegt daran, dass ich, dass es jetzt relativ spät ist und ja, ich eigentlich keine große Zeit verlieren will. Es ist wieder mal so spät, weil ich bin zwar heute früh nach Hause gekommen, habe eben die Zeit in MW2 und MW1 gesteckt. Und danach kam gleich noch der Schweizer Match für die WM-Qualifikation und das wollte ich echt nicht versäumen. Wir haben das Spiel, Leute. Jetzt zieht euch das rein. Wir haben das Spiel mit 3:2 gewonnen, zwar gegen Ungarn, aber Leute, das Spiel war so nervtötend. Wir haben in der zweiten Halbzeit mit 1:0 geführt. Alles locker easy, dachten wir schon, okay, das sieht nicht schlecht aus. Dann haben die Ungarn ausgeglichen, 1:1, dann irgendwie 20 Minuten später das 2:1 für die Schweiz. Wieder die Ungarn mit 2:2 und dann endlich in der 89. Minute wurden wir erlöst von Valentin Stocker. Grüßen gehen an dieser Stelle raus. Alter, 3:2 noch mit Krampf gewonnen, war echt richtig, war zwar ein anstrengendes Spiel, aber es war ein geiles Spiel auf jeden Fall. Boah, schön gegeben und da kommt der mit der Shotgun. Ja, wie gesagt, dieses Gameplay ist nicht wirklich ist nicht wirklich Gameplay, lasse ich dieses Live-Commentary, aber naja, wird sicher noch was kommen. Gestern war es ja eher Gameplay lastig, wird heute also nicht so. Das dritte Thema, das ich noch habe, der Schweizer Match hat mich wieder daran erinnert, dass ich noch eine Serie aufbauen will. Und zwar ist das eine Schweizerdeutsch-zu-Deutsch-Serie oder umgekehrt. Ja, mal gucken, wie die so bei euch ankommt und dann werde ich auch dementsprechend die Serie weiterführen oder nicht. Also die wird noch nicht in den nächsten Tagen kommen, da werde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen mit Überlegen und so weiter. Aber es wird sicher eine lustige Serie mit meinem Dialekt so. Digga, der ist richtig frech. Und ja, mal gucken, ob es dann auch bei euch gut... Oh fuck, jetzt bin ich auf die Share-Funktion gekommen. Ob es dann auch bei euch gut ankommt oder nicht, da lasse ich mich mal überraschen. Der schon wieder mit der Shotgun, Junge. Oh, lecko mio, ey. So, ja, das waren so die Themen. Und jetzt gucken wir wieder mal aufs Gameplay, Alter. C4 zerstört. Ah, der ist im Hack. Lol, wie ich den aus dem Headglitch gesnackt habe. Nice. Und der Rapper. Oha. Danke, Teammate. Oh, der kommt da. Der kommt da. Oh, da auch nicht. Gut, dann kommt der. Ein Dröhnchen. Okay, die spawnen da hinten. Oh, shit. Der Typ fuckt der übel ab, Alter. Der M8. Okay. M8, Mate. Mal gucken, ob mein Aim mit der M8 noch am Start ist. Denke ich aber eher nicht. Das Spiel ist gleich vorbei. Okay. Oh! That one burst. Okay, wir haben eine Hellstorm. Rausgeknüppelt das Ding. Schöner Double. Und jetzt noch den Blitzy Witzy. Ich muss hier weg, Leute. Fuck. Oh, oh. Oh mein Gott, der hat mich übel gesnackt mit der Armbrust, Mann. Egal, noch 9 Kills. Ich bin schon wieder auf die Share-Funktion gekommen. Fick doch die... Mann. Okay, sie ist schon praktisch, aber ich benutze sie ja nie, weil ich eine Elgato hier stehen habe. Alter, der Typ geht mir ja übel auf den Sack, Mann. Seine Armbrust, egal. Morgen abends wird dann vielleicht, wenn es dann geht, ein MW1 Gameplay kommen. Wie gesagt, meine Vorarbeit für Modern Warfare Remastered oder ein Remastered Gameplay, je nachdem. Es ist ja der Story Mode jetzt draußen. Aber die laufen auf Hochtouren hier, 21:12. Sorry für das ein bisschen behinderte Gameplay, aber ja, wie gesagt, ich muss das hier noch relativ schnell aufnehmen. So, meine Freunde, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend, habt den Schweizer Match vielleicht auch mitverfolgt. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr ihn so fandet, wenn ihr ihn dann gesehen habt. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal, also bis morgen. Tschaußen!